Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns in der Aktienrunde.de, eurem Kanal mit viel wertvollem Wissen zum Thema Daytrading neben der Arbeitszeit. Mein Name ist Christian und damit legen wir los. Ja, wie immer befinde ich mich hier in meinem MetaTrader und habe bereits unser kostenloses Easy Trading Template geladen, welches wir allerdings für das heutige Video etwas modifizieren. Denn heute gibt es nochmal Daytrading für Anfänger, im Speziellen geht es heute um das Thema Moving Averages, wie man diese nutzt und wie man sich daraus eine interessante Strategie zurechtlegt. Ja? Das Ganze wird jetzt sozusagen ein Einführungsvideo, ja, was ist der Moving Average, wie funktioniert der und so weiter und so fort. Und im kommenden Video daraus bauen wir das Ganze etwas aus und entwickeln sozusagen unsere Strategie bzw. unseren Strategieansatz daraus. Ja? Gut, in diesem Sinne, dann beginnen wir einfach mal. So, wie gesagt, hier ist unser kostenloses Easy Trading Template und jetzt gehen wir hier erstmal auf Chartfunktionen, Indikatoren und entfernen hier einmal die Bollinger Bänder. Ja? So, dann gehen wir hier auf Einfügen, Indikatoren, Tendenz und auf Moving Average. Und bei Moving Average haben wir jetzt mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen die Periode, welche hier standardmäßig im MetaTrader auf 50 gesetzt ist. Ich persönlich lasse das zu Anfang oder zu Beginn, sage ich mal, immer gerne auf 50. Warum? Ganz einfach, denn die Periode ist nichts anderes wie der Mittelwert aus den letzten 50 Kerzen sozusagen. Ja? Und dann haben wir noch die Möglichkeit hier zu wählen bei der MA-Methode zwischen Symbol, Exponentiell und zwei weiteren. Allerdings, ich beschränke mich bei meinem Handeln immer auf den Symbol und den Exponentiellen. Ja? Unterschiede hierbei sind einfach erklärt. Fangen wir an mit dem Symbol. So, beim Symbol sehen wir, dass hier der gleitende Durchschnitt immer eine konstant gerade gleichmäßige Bewegung ist. Ja? Und das Ganze halt relativ spät das Signal ausgibt sozusagen. Ja? So, dann kommen wir jetzt noch kurz zum Moment, editieren. So, zum exponentiellen Moving Average. Und hier sehen wir, dass das Ganze hier nicht so ganz fein gleichmäßig verläuft wie beim Symbol. Und ja, der ist halt hier viel, viel feiner eingestellt, ja, und letztendlich kann man, wenn man den ein bisschen weiterentwickelt und ein bisschen kombiniert, dazu kommen wir aber, wie gesagt, im nächsten Video kann man sich hier draus eine sehr, sehr schöne und profitable Strategie zusammenknüpfen. Gut, dann fangen wir an, wie gesagt, mit unserem ersten Tutorial-Video, sag ich mal, wie man Moving Average richtig deutet. Hierfür gehe ich jetzt noch mal kurz in die Einstellungen und nimm hier doch noch mal hier Symbol. So, und eigentlich funktioniert der Moving Average, also der kleidende Durchschnitt, relativ einfach. Ja? Wie gesagt, wir bilden mit der Periode quasi den Mittelwert von den letzten 50 Kerzen, wie wir es hier gerade sehen. Und das wäre jetzt, sage ich mal, bei dieser Kerze hier der hiesige Punkt. Bedeutet, an diesem Punkt ist quasi der Mittelwert von den letzten 50 Kerzen. Ja? Und jetzt gibt es eine einfache Faustformel sozusagen, wie der Moving Average gedeutet wird. Und zwar kann man das hier gerade sehr, sehr schön sehen. Hier kommen wir, Moment, ich mache das Ganze doch mal ein bisschen enger hier. So, wir haben hier einen Aufwärtstrend, ja, und hier hat die Abwärtsbewegung begonnen. Ja, so, jetzt noch mal hier zurück. Und an dem Punkt, wo wir hier von oben diese Moving Average Linie durchbrechen, ja, bedeutet das, dass hier wahrscheinlich oder beziehungsweise sehr, sehr wahrscheinlich der Abwärtstrend beginnt sozusagen. Ja. Hier hatten wir allerdings einen kleinen Fehlausbruch sozusagen, beziehungsweise könnte man das Ganze auch noch laufen lassen, denn wie wir hier sehen können, befinden wir uns dann hier mit Abstand unterhalb von unserer Moving Average Linie und solange wir hier im Abwärtstrend unterhalb von unserer Moving Average Linie, also hier unsere SMA Linie sind, ja, befinden wir uns im Abwärtstrend. Ja, hier gab es zwar eine kleine Korrektur, sind aber immer noch unterhalb vom Moving Average, bedeutet, man könnte hier rausgehen, könnte allerdings aber auch drinnen bleiben. Ja. So, dann ging es hier nochmal nach unten, hier nochmal nach oben. Hier hätte man können nochmal aussteigen, aber wie gesagt, man gibt dem ganzen Kurs, das weiß man ja mittlerweile, ja, gibt man immer noch ein bisschen Luft. Und demzufolge, wie gesagt, wäre man hier noch drin geblieben,
dann wäre es hier noch mal weiter nach unten. Und letztendlich hätten wir hier diese ganze Gewinnspanne hier mitgenommen, ja? Denn wie gesagt, wir sind hier unterhalb von dem Moving Average. Solange wir unterhalb vom Moving Average uns befinden, gilt die Abwärtsbewegung. Hier wurde dann der Kurs letztendlich durchbrochen. Kann man hier auch gut erkennen, ja, dass hier direkt die Folgekerze und so weiter und so fort alles hier oberhalb vom Moving Average bleibt. Und wenn ich jetzt hier gucke, wie gesagt, solange wir uns jetzt oberhalb vom Moving Average befinden im Aufwärtstrend, ja, können wir quasi in unserer Long-Position drinne bleiben. Jetzt aktuell hier an diesem Punkt könnte man den Trade nochmal schließen, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen Luft geben, ja, und vielleicht steigt der Kurs dann noch, ja, ohne jetzt weiter hier den Chart zu analysieren, ja, wenn wir uns einfach nur strikt an unseren Moving Average halten, ja. Das Ganze, wie gesagt, kann man noch deutlich verfeinern, beziehungsweise noch sicherer gestalten. Hierzu aber, wie gesagt, mehr im nächsten Video. Wir gucken hier noch ein bisschen durch den Chart. Wie gesagt, das Ganze funktioniert nur bei einem eindeutigen Abwärts- bzw. Aufwärtstrend, ja. Und wie gesagt, man hätte können auch hier unten schon long gehen sozusagen. Allerdings wäre das dann nicht für und nur, sage ich mal, in Anführungsstrichen abhängig von unserem Moving Average hier, ja. Denn wie gesagt, der eigentliche Einstieg laut Moving Average wäre dann quasi hier gewesen. Dann hätten wir quasi hier diese Bewegung gar nicht mitgenommen, ja. Dafür benötigt das Ganze dann doch ein bisschen mehr Chartanalyse bzw. Erfahrung, ja. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns in diesem Video schlicht und einfach auf Moving Average und das Ganze hätte hier dann natürlich auch funktioniert, ja. So. Ansonsten, wie gesagt, sieht man hier nicht so viel. Hier, wie gesagt, ist kein eindeutiger Trend zu erkennen, beziehungsweise ist ein ganz, ganz leichter Aufwärtstrend, ja, allerdings hier schwer, schwer einzusteigen. Hier kann man es nochmal deutlich besser erkennen, ja. Ich gehe mal hier noch ein bisschen rüber, mache das Ganze noch ein bisschen groß. Moment, wo war die Stelle? Hier war die Stelle, genau. Hier kann man auch gut erkennen, wir kommen hier hoch, hier durchbrechen wir unser Moving Average von unten nach oben, befinden uns oberhalb vom Moving Average, bedeutet unsere Long-Position könnte eröffnet werden. Und jetzt gilt nochmal, solange wir uns oberhalb vom Moving Average befinden, beziehungsweise unserem SMA, ja, bleiben wir in unserer Long-Position und geschlossen hätten wir demzufolge quasi hier. Dann hätten wir hier diese Kursspanne von hier bis hier hätten wir mitgenommen im Gewinn. Allerdings, wie gesagt, ein erfahrenes Auge wäre hier oben schon ausgestiegen, denn hier kann man sehen, dass sich die Korrektur angebahnt hatte anhand der Kerzenformation hier, beziehungsweise hatten wir hier, auch wenn wir unser Easy Trading Template benutzen, wie gesagt, hatten wir hier diese Verkaufskerze und hätten können aussteigen. So, wie gesagt, aber auch so hätte es funktioniert, wenn wir uns rein an den Moving Average gehalten hätten, ja, dann hätten wir halt nur ein bisschen kleineren Gewinn gehabt. So, und hier wäre dann auch der nächste Einstieg gewesen sozusagen, denn wir sind hier von oben nach unten durchbrochen sozusagen und hier, wie gesagt, wären wir dann short eingestiegen und ihr wisst, so lange wie wir uns unterhalb vom Moving Average bzw. unserer SMA-Linie befinden, bleiben wir short im Markt drinne. Und wie gesagt, hier hätten wir diese ganze Gewinnspanne hier bis nach hier unten mitnehmen können. Allerdings, wie gesagt, wir wären wahrscheinlich erst rausgegangen, wenn wir uns an unserem Moving Average gehalten hätten, wenn wir hier diesen Punkt erreicht hätten, ja? Und zur Folge hätte dies eine Gewinnspanne in diesem Bereich hier. So, ich denke, für den Anfang war das Ganze schon ziemlich interessant. Wem es gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn es einen Daumen nach oben gibt und wenn er unseren Kanal abonniert, falls noch nicht geschehen. Ansonsten freue ich mich bereits auf das nächste Video, wenn wir uns noch weiter in dieses Thema Moving Average rein vertiefen werden und gucken, dass wir hier einen interessanten und profitablen Strategieansatz entwickeln. Gut, in diesem Sinne, ich freue mich bereits aufs nächste Video. Macht's gut, bis dahin. Ich wünsche natürlich an dieser Stelle wie immer viel Erfolg bei eurem Handeln und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Christian von der Aktienrunde. Macht's gut, bis dann. Ciao.